Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von 451 Grad. Wir steigen ein mit der Rohrpost. Die Rohrpost, allseits beliebt. Wir haben jede Menge Telegramme von euch erhalten. Und zwar geht es nach wie vor um unsere heißbegehrte Limited Black Edition Tasse. Wir bekommen jede Menge Zuschriften von euch, das ist auch gut so. Aber Leute, schreibt uns per E-Mail, nicht über YouTube oder Twitter. Wir müssen euch doch antworten können. Vor allem brauchen wir eure Adresse, um zu wissen, wo wir die Tasse überhaupt hinschicken sollen. Von daher schickt uns eine E-Mail an 451@rt-tv.de. Die erste Gewinnerin allerdings, die können wir schon küren. Und das haben wir uns nicht nehmen lassen, diese junge Dame höchst persönlich zu besuchen. Seid gespannt, das ist eine Premiere. RT-Zuschauer hat bisher noch niemand zu Gesicht bekommen. Wir sind die Ersten. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Ich möchte sehen. Aber die hat jetzt hier noch nicht aufgemacht, ne? Komisch. Sicher. Herzlichen... Leute. Was ist hier jetzt los? Habt ihr nicht recherchiert oder was? Mach mal Kamera auf. Habt ihr nicht recherchiert? Wenn ihr beim KGB seid, brauche ich aber keinen CIA mehr, du. Hey, wie findest du RT? Super. Was gibt es Schöneres im Leben? Ja, genau das. Ja, es ist immer wieder toll, Menschen glücklich zu machen und damit gehen wir, glaube ich, raus. Das habt ihr beiden gut gemacht und das nächste Mal könnt ihr es aber noch mal ein bisschen besser machen. Ne? Ich versuche seit Wochen eine einzige Sendung hinzukriegen, wo wir weder Russland noch Putin erwähnen. Aber das ist unmöglich. Die deutschen Medien lassen mir wirklich keine Wahl. Ein Beispiel. Sollte Frau Merkel morgen in irgendeiner Art und Weise Magenbeschwerden haben, sprich weichen, harten Stuhlgang oder was auch immer, dann würden die deutschen Medien sofort einen russischen Virenangriff dahinter vermuten. Die Schlagzeile sehe ich jetzt schon. Putin-Viren hacken Merkel-Darm. Die ganzen brisanten Talkformate, Maischberger, Illner, der Markus Lanz und wer auch immer, würden sofort eine Sondersendung dazu machen. Putins Magen-Darm-Viren im Kanzleramt sind deutsche Durchfallmittel zu schwach. Hochrangige Gäste würden darüber diskutieren, wie Putin-Viren das Kanzleramt einnehmen konnten. War das westliche Immunsystem wirklich zu schwach? Fragen, die es zu beantworten gilt. Und wenn ich jetzt schon über Maybrit Illner und Russland spreche, dann möchte ich diesen Spieß einmal umdrehen und eine Sondersendung zur Maybrit machen. Ich möchte mich eine ganze Sendung lang mit Maybrit beschäftigen. Genauer gesagt mit ihrer Sendung vom 20.10. Denkschablon. Schon der Titel der Sendung, Feldherr Putin, starkes Russland, schwacher Westen. Also wenn man mit Feldherr Putin, starkes Russland einsteigt, also da will man dem Zuschauer direkt schon vor der offenen Talkrunde mit dem Titel eine Haltung zu Putin aufzwingen. Dann folgt noch schwacher Westen. Und spätestens jetzt macht sich auch der allerletzte Zuschauer wirklich Sorgen um seine Sicherheit. Aber das Ganze handelt sich ja um eine neutrale und offene Talksendung. Läuft das schließlich beim ZDF. Das mit dem Titel kann man ja mal so machen. Ja? Aber wenn die Maybrit Illner jetzt als Star-Moderatorin des ZDF die Luft aus dem Kessel nimmt, indem sie eine neutrale Moderation reinbaut, ist ja auch alles okay. Nehmen wir hin. Schauen wir uns mal an, ob die Maybrit Illner wirklich die Luft raus aus dem Kessel nimmt oder sogar noch den Druck erhöht. Die Supermacht USA steckt in einem grotesken, schmutzigen Wahlkampf seit Monaten. Europa ist zerstritten wie nie und seine Führungsmacht Deutschland scheint mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise vollauf beschäftigt. Einen besseren Zeitpunkt hätte sich der russische Präsident Putin nicht aussuchen können, um sein Land als Großmacht auf die Weltbühne zurückzuführen. Den Preis dafür bezahlen derzeit die Menschen in Aleppo. Und die Länder des Westens wirken einigermaßen hilflos, auch gestern beim Gipfel in Berlin. Ja, Maybrit, also unsere Maybrit macht das schon richtig gut. Ne? Das Schlussplädoyer schon zu Beginn der Sendung, ja, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Und geschickt ist sie dabei auch, denn sie macht das hier in der Anmoderation weit weg von ihren Talkgästen, sodass ihr keiner widersprechen kann. Nicht schlecht. Also Maybrit, da scheinst du deine Hausaufgaben gemacht zu haben und unsere, ja sagen wir mal,
wirklich guten Gebote der Propaganda hier zu beachten. Bild anderen die Meinung wäre das jetzt, würde ich sagen. Was war das viertes Gebot oder was? Ja, nicht schlecht. Den restlichen Part können wir uns eigentlich sparen. Die Studiogäste, die jetzt eine Gegenstimme bilden würden, hätte sie eigentlich gar nicht mehr einladen brauchen, Maybrit. Aber was soll man machen? Wir schauen uns mal die restliche Sendung an. Jetzt hat sie zwar nicht die Luft aus dem Kessel gelassen, aber wir sind nicht bei RTL 2, sondern immer noch beim ZDF. Da wird man wirklich starke Fragen erwarten dürfen. Die erste Frage von Frau Illner ist die folgende. Und ich warne euch, Leute, es ist eine hochbrisante, wirklich präzise Frage. So scharf wie ein Samurai-Schwert. Muss Wladimir Putin eigentlich ins Gefängnis? Spitzfindiger hätte sie die Frage wirklich nicht formulieren können. Alexander Ra, so heißt der Mann, dem sie die Frage stellt, hält diese wahrscheinlich für so journalistisch ausgearbeitet, dass er gar nicht darauf eingeht. Diese Kriege, die wir im Nahen Osten sehen, auch in Libyen vor 2-3 Jahren, sind unmenschlich. Das Leid der Menschen ist furchtbar. Auf der anderen Seite, es ist immer einfach, oder nicht einfach, aber wir versuchen das aus westlicher Sicht, immer mit unserer werteorientierten Außenpolitik diese Probleme zu lösen. Und das funktioniert nicht. Oder nur zum Teil. Wir müssen einfach erkennen, dass bestimmte Großmächte, vor allen Dingen auch die USA, aber Russland ganz besonders, knallharte Interessen haben in dieser Region. Russland nichtsdestotrotz dann andere Alliierte, andere Verbündete suchen wird in Asien, um seine Ziele zu verfolgen. Ja, muss der Putin jetzt ins Gefängnis oder nicht? Das wollte die Maybrit doch wissen. Die ganze Libyen-Nummer, Interessen der Großmächte, wen interessiert das? Hier geht es einzig und allein um Putin, der die ganze Welt durcheinander gebracht hat und jetzt ins Gefängnis soll. Jetzt wird erstmal eine Weile weiter diskutiert, aber ein Talkgast, nämlich der Herr Aktam Süleyman, ein syrischstämmiger Journalist in der Runde, erzählt einfach zu viele plausible Fakten und Sachverhalte. Jetzt hat Maybrit in ihrem eigenen Studio so schön klar gemacht, dass Putin an allem Unheil der Welt schuld ist. Und jetzt kommt der unverschämte Gast und spricht von hunderten Gruppierungen, die in den letzten Monaten den Waffenstillstand sabotiert haben. Auf der anderen Seite gibt es hunderte von Gruppen, die man nicht erfassen und umfassen kann. Und das ist ein großes Problem. Das heißt, jeder einzelne Kämpfer einer Gruppe konnte da das Ganze sabotieren. Das war auch der Fall oft in den letzten Wochen und Monaten, dass eine kleine Gruppe praktisch durch eigenes Agieren für die Gesamtheit der Front etwas bestimmt hat. Er erklärt hier als ausgewiesener Syrien-Fachmann, wer in den letzten Wochen die Waffenruhe gebrochen hat, beziehungsweise wie komplex die Lage in Syrien eigentlich ist. Maybrit aber wird die Sache zu kompliziert. Warum hunderte von Gruppen als Saboteure zulassen, wenn sie einen für alles beschuldigen kann? Hier die Reaktion von Maybrit Illner direkt auf Herrn Süleyman. Für die Gesamtheit der Front etwas bestimmt hat. Und nun hat tatsächlich in diesem Fall nicht eine kleine Gruppe, sondern ein ziemlich mächtiger Mann aus Russland, nämlich Wladimir Putin, auch in Syrien Geschichte geschrieben. Warum ist das eigentlich so? Warum will es ein Mann, und zwar dieser russische Präsident, der Welt eigentlich so richtig zeigen? Sie rückt sofort wieder Putin in den Vordergrund. Alles, was der arme Herr Süleyman akribisch aufgezählt hat, interessiert die Maybrit überhaupt nicht. Sie baut sogar aus seiner Aussage die Überleitung zu ihrem Teil. Aber was dann folgt, ist wirklich allerhöchste Kunst. Also ich glaube, Maybrit Illner hat unsere dritte Sendung wirklich gesehen und ihre Hausaufgaben gemacht. Denn gemäß unserer Propagandagebote folgen jetzt Gebot 1, Gebot 2, Gebot 3, Gebot 4 und 5. Ja, ihr habt es richtig erkannt, das sind alle. Alles verpackt in einem Beitrag, um erstmal wegzuradieren, was in der Talkrunde bisher gesagt worden ist. Machtmensch Putin. Geprägt von KGB und Kaltem Krieg will er Russland zu sowjetischer Größe zurückführen. Aber eine Sache ist das, wenn man das Bild und die Musik und so weiter verzerrt. Eine andere allerdings, wenn man mit puren Unterstellungen kommt und diese als Fakten aufzählt. Selbst im US-Wahlkampf mischt Moskau diesmal mit. Mit Hackerangriff und geleakten E-Mails gegen Hillary Clinton. Da sich das Team von Maybrit durchaus bewusst darüber ist, dass es keine Beweise gibt, wer tatsächlich hinter diesen Hacks steckt, ändern sie ein entscheidendes Wort. Der ganze Einspieler spricht immer über Putin oder dem Kreml, untermalt mit Putin oder Kremlbildern. In dieser Passage und wirklich nur in dieser Passage spricht sie nicht mehr direkt über Putin oder dem Kreml, sondern allgemein über Moskau, wofür auch immer Moskau stehen kann.
In dieser Passage ist auch plötzlich kein einziges Bild mehr von Putin oder dem Kreml zu sehen. Achtet mal selbst drauf. Achtet drauf, was kommt vor dem US-Wahlkampfpunkt und was folgt darauf. Im Donbass schafft Putin Fakten und Grenzen. Der in Minsk ausgehandelte Sonderstatus soll es für den Westen verdaulich machen. Auch die Energieversorgung Europas nutzt der Kreml-Chef als Machthebel. Eine Erdgaspipeline durch die Türkei bis an die EU-Außengrenze. Selbst im US-Wahlkampf mischt Moskau diesmal mit. Mit Hackerangriff und geleakten E-Mails gegen Hillary Clinton. Russland weiß, wer Präsident sein soll, und das bin nicht ich. Unter dem Deckmantel der Anti-IS-Koalition bombt Russland in Syrien seinen alten Satelliten, das Assad-Regime, wieder zu Bedeutung. Tatenlos schaut der Westen zu. Die USA sind kriegsmüde. Und Putins Russland ist auf dem Weg zurück in die Zukunft. Plötzlich verschwindet der Herr Putin also im Bild und auch im Wortlaut. Dass der Gegenkandidat Trump ein Superreicher ist, der sich so ziemlich jeden Hacker auf dieser Welt kaufen könnte,